Hallo und herzlich willkommen in den Schweizer Alpen auf der Heidi-Express-Strecke. Wir werden heute mit dem Krokodil der RHB, also ein Schmalspur-Krokodil, von Davos Platz nach Filisur fahren. Hintendran haben wir ein paar Personenwagen sowie einen sehr, sehr schönen Pullmanwagen. Hier Alpine Classic Pullman Express, erste Klasse natürlich und noch von der Rätischen Bahn. Sehr schön. Ja, des Weiteren haben wir normale Personenwagen und einen sehr, sehr schönen Aussichtswagen. Hier kann man wirklich das Panorama genießen und auf ein paar Holzbänken sitzen. Im Sommer sehr schön, im Winter nicht so angenehm. Hinten dran ein kleiner, naja, Stückgutwagen, vielleicht auch Postwagen, der mitgeführt wird, oder Gepäckwagen, auf jeden Fall nicht für Passagiere. Gut, widmen wir uns dem schönen Krokodil, dem Schmalspurkrokodil der RHB. Hier sieht man nochmal an der Seite diese Plakette in Winterthur, Maschinenfabrik. Sehr schön. Ja, wir steigen in das Krokodil ein und rüsten die Lokomotive soweit auf. Wir haben es relativ einfach hier drin, was die Steuerung angeht. Hier die Bremse für den Zug, dann die Lokbremse. Können wir zum Beispiel als erstes schon lösen. Zugbremse ist ja wie gesagt noch angezogen. Dann verlegen wir den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Als nächstes heben wir den Pantographen. Der schnellt dann nach oben. Der ist in der Oberleitung angekommen. Wir können also daraus Strom beziehen. Und dann schalten wir uns hier noch die Ventilatoren ein. Natürlich beide, damit hier nichts überhitzt. Dann schalten wir uns das Licht hier im Führerstand ein. So, damit hätten wir jetzt einmal die Führerstandsbeleuchtung. Wir können aber auch noch mit der Taste I auf der Tastatur die Instrumentenbeleuchtung hinzuschalten. Dann werden hier die Instrumente und auch die Anzeigen hier unten mit Licht versorgt. Bei der Handbremse muss ich jetzt selbst mal nachgucken. Die ist standardmäßig gelöst. Und dann können wir eigentlich auch schon abfahren. Wir lösen an der Stelle noch die Bremse und los geht's. Einmal am Handrad drehen. Damit schalten wir die Fahrstufen auf. Hier haben wir auch entsprechend nochmal eine Anzeige. In Fahrstufe 3 sind wir jetzt. Jetzt 4. So, am Signal vorbei. 25 sind zugelassen. Ausfahrt aus Davos Platz. Ja, eine weitere Besonderheit im Schweizer Streckennetz, dass hier die Signale auf der linken Seite stehen. Zumindest in den meisten Fällen. Und wir werden das während der Fahrt noch öfters begutachten können. Und wenn ich richtig informiert bin, geht es auch größtenteils bergab heute. Das heißt, wir benötigen gar nicht mal so viel Leistung vom Krokodil. Wobei diese Lokomotive ja wirklich zugkraftstark ist. Die sechs Achsen sprechen hier ganz klar für eine wunderbare Kraftübertragung auf die Schiene. Hier sieht man sehr, sehr schön die Stangen an der Seite. Rotes Rücklicht haben wir hier auch. Wobei das, glaube ich, jetzt gar nicht aktiviert sein müsste. Wir haben ja schließlich Wagen hinten dran. So, bremsen noch ein bisschen. Obwohl, wir dürfen 55 fahren. Okay. Na, hier stehen schon mal ein paar Bahnbegeisterte, die sich auch diesen schönen Zug anschauen wollen. Ja, die Simtrain-Strecke Heidi Express wurde schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Und passend dazu kam jetzt auch noch das RHB Krokodil, Loknummer 414. Ich muss auch sagen, mir persönlich gefällt die Strecke relativ gut. Und gerade diese Vielfalt zwischen Personenverkehr und Güterverkehr lässt sich hier sehr, sehr gut ausspielen. Man ist hier eben nicht beschränkt auf einzelne, ich sag jetzt mal, ja, Zugklassifizierungen. Die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive beträgt 55 km pro Stunde. Das haben wir hier oben auch nochmal angeschrieben. Vmax, also V
V als Größe der Geschwindigkeit und dann Max für Maximalgeschwindigkeit. Jetzt haben wir ein bisschen zu stark gebremst. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier auch nochmal mit einem roten Strich markiert. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufschalten. Haben zu viel an Geschwindigkeit verloren. Ja, gerade in größeren Bahnhöfen ist die Strecke auch sehr grafikintensiv. Da gehen die FPS auch bei mir mal in die Knie. Das bitte ich natürlich auch zu entschuldigen. So, das Signal sagt Langsamfahrt. Und auch ab hier dann nur noch 50. Ui, wir müssen sowieso runterbremsen. So, Zugsicherung betätigt. Dort vorne gibt es auch nochmal einen Gleisanschluss. Und das Schöne ist, wir haben auch die komplette Heidi-Express-Strecke noch gar nicht erkundet. Wir sind damals, ich glaube, bei der Veröffentlichung der Strecke, oder sogar vor der Veröffentlichung der Strecke, ein paar Meter gefahren. Sodass ihr einen kleinen Einblick in die Strecke bekommen konntet. Aber den Rest haben wir tatsächlich noch nicht erkundet. Da drüben wahrscheinlich eine Art Steinbruch oder ein Kieswerk. Auf jeden Fall türmen sich hier die Schotter- und Kiesberge sehr, sehr hoch auf. Wir werden wieder schneller. Es geht wieder bergab. So, das Signal kommt. Zugsicherung wird betätigt. Ah, wir sollten auf 30 hier. Wunderbar. So, ein kleiner Bahnübergang. Ah, ein Baustofflager, okay. Es gibt einiges zu sehen. Das muss man schon mal sagen. So, dann halten wir erstmal den Bahnhof hier an. Wir bedenken natürlich auch, das Krokodil ist eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Lokomotive. Demzufolge können wir hier ein paar Meter weiterfahren. So, dann kommen wir hier zum Stehen. Ganz entspannt. Genau, und öffnen die Türen. Echt schön, oder? Sogar die Türen klappen hier auf. Da fehlt wirklich nur noch, dass man hier die Türklinke im Simulator runterdrückt. Ja, also die Sitzbepolsterung ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ist nicht ganz der Stil, den ich mir jetzt zu Hause für meine Couch oder ähnliches wünschen würde. Aber es sind natürlich auch Pullmanwagen. Und so wird man die heute natürlich in den wenigsten Zügen antreffen. So, hier hinten haben wir einen RHB B2060, 44 PL. Und hier nochmal Aussichtswagen, natürlich von der Rätischen Bahn. So, sogar hier hinten sind die Türen offen, merke ich gerade. Beim Gepäckwagen. Ist auf jeden Fall echt cool gemacht. So, wieso geht jetzt der andere Pantograph hoch? Eigentlich müssen wir jetzt nur noch die Türen schließen. Oder mit der Taste L. Ja, genau.
Mit der Taste L konnte man, glaube ich, beidseitig die Türen schließen. Mit der Taste O müssten die Türen auf der rechten Seite gehen und mit der Taste U auf der linken Seite. Okay. Bremse lösen. Und dann geht's weiter. Erste Leistungsstufe, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ja, und das Schöne ist natürlich, wir haben auch beim Krokodil eine elektrisch-dynamische Bremse. So. Da vorne der Bahnübergang. Ein kleiner Bach. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu sehen auf dieser Strecke. Hier drüben auch wirklich fahrende Autos, Straßenschilder, Davos, Glaris, Tiefenkastel oder Kassel. Ja, Kastel, glaube ich. Dann über die Wiesen verstreute Gebäude. So, hier vorne beginnen dann wieder die Betonschwellen. Oh, auch schön hier drüben. Könnte man gerade sehen. Ein paar Pferde, sogar animiert. Trinken hier auch was aus der Tränke. Echt klasse gemacht. Also was so Details angeht, hat man sich wirklich ins Zeug gelegt. Das Einzige, was mir so ein bisschen an der Strecke, ich sag jetzt mal, missfällt, sind die relativ hohen Geschwindigkeiten in manchen Kurven. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Verhältnisse nicht 1:1 auf den Train Simulator übertragbar sind. Oder vielleicht passen da auch einfach nur die Kurvenradien nicht. Denn in den etwas höher gelegenen Gebieten, wo man relativ stark oder steil oder nah am Abhang fährt, da merkt man das an einigen Stellen wirklich, dass da die Geschwindigkeiten einfach zu hoch gewählt wurden. Da hätte man meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit noch optimieren können, auch wenn das dann im Simulator nicht so ganz stimmt. So, müssen wir die Bremse wieder anziehen erst einmal. Es geht wieder steil bergab. Ein kleiner Staudamm auf der linken Seite. Und schon geht's über die Brücke. Und dort vorne wieder Langsamfahrt erwarten. Auch hier sehr, sehr schön und fein ausgearbeitet. Die Zwangsschiene in der Mitte. Zugsicherung betätigt. Bremse angezogen. Was auch ein bisschen lustig ist beim Krokodil, dass hier vorne der, ich sag mal, das erste Drehgestell so ein bisschen hin und her, ja, wankt. Aber dazu muss man auch wirklich sagen, das ist hier aktuell noch eine Beta-Version. Das ist nicht die endgültige Version, wie sie wahrscheinlich dann dem Endkunden ausgeliefert wird. Ich denke mal, auch bei der echten Lokomotive, da haben die unterschiedlichen Drehgestelle wahrscheinlich auch öfters mal hin und her gewackelt. Das ist eben auch der Vorteil bei der Lokomotive. Sie kann halt relativ enge Kurvenradien durchfahren, ohne dabei wirklich einen, ich sag jetzt mal, allzu großen Verschleiß aufzuzeichnen.
Denn wäre die Lokomotive stark konstruiert worden, so hätte sie wahrscheinlich nicht auf dem, ja ich sag mal, eher kleinen Streckennetz der Rätischen Bahn überleben können. Einfach weil dort viele Kurvenradien sehr, sehr, sehr klein sind. Sonst hätte man die Maschine auch wahrscheinlich gar nicht so gebaut. So, das war jetzt ein bisschen zu weit. Kann das sein? Na, das geht noch. Das geht noch. So, wir öffnen die Türen auf der linken Seite dieses Mal. Entsprechend mit der Taste U. Hinten geht auch eine Tür auf. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Was mir auch sehr, sehr Positives hier auffällt, in den Wagen sind die Personen sehr, sehr schön gestaltet worden. Also ich kenne so einige Hersteller, wo man den Personen eckige Gesichter verpasst hat. Hier wirklich, ja, ich sag mal, realitätsnah. Auch die Dame. Gut, das eine Auge sieht ein bisschen anders aus im Gegensatz zum anderen. Aber auch hier, also die Personen sehen wirklich gut aus. Auch von den Proportionen, ja von den Proportionen her, das passt alles. Im Aussichtswagen sehr, sehr schön. Gut, ja, so ein paar ganz kleine Unfeinheiten gibt's, aber das kann man wirklich getrost, sag ich jetzt mal, nicht beachten. So, Türen können wieder geschlossen werden mit der Taste L. Ob das Piepen so realistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Das gab es damals, glaube ich, noch nicht. Oder es kommt natürlich aus dem Aussichtswagen, das ist natürlich auch möglich. Wobei hier eigentlich gar keine Türen existieren. Krass wäre es natürlich noch, wenn man jetzt hier irgendwie die Übergangsbleche ausklappen könnte. Aber sowas ist dann doch eher was für den TSW. Gut, wir lösen die Bremsen, fliegen mal schnell vor zur Lokomotive und dann fahren wir an. So, aufschalten. Und dann sehen wir, wie sich dieser Koloss in Bewegung setzt. Die Zugsicherung wurde auch nochmal bestätigt. Das Schöne ist auch, man hört die Zugsicherung außerhalb des der Lokomotive, des Triebfahrzeugs. Das hat gerade im Train Simulator den Vorteil, dass man eben keine Zwangsbremsungen bekommt, wenn man sich in der Außenansicht befindet. Ein Feature, was ich sehr schätze. Hier unten eine kleine Gaststätte. So, mehr Leistung. Ui, das ist ein bisschen knapp. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen knapp. Boah, hier oben mit 50 km pro Stunde lang zu brausen, ein echt unangenehmes Gefühl. Ich denke mal auch, dass an der Stelle die Gewöhnung oder die Gewohnheit, hier oben lang zu fahren, ganz klar dafür sorgt, dass man da nicht so empfindlich ist. Wir sind ja relativ selten in der Schweiz unterwegs. Vielleicht ist die Angst dadurch begründet. Boah, so stark abfallende Strecke. Gibt es wirklich nur in der Schweiz und in Österreich, was den europäischen Kontinent angeht. Und diese einzigartige Landschaft ist einfach wirklich ausschlaggebend für diese Strecken hier. Immer wieder ein Hingucker. So, hier vorne geht es an den Tunnel hinein und wir müssen auf jeden Fall abbremsen.
Uiuiui. Ui, ui. Das sind viel zu schnell. Ja, gerade hier im Tunnel spielt die Lokomotive ihre Beleuchtungsvorteile aus. Führerstandsbeleuchtung wirklich sehr schön gemacht. Ein richtig warmes Licht. Nicht so wie in den neuen Trax-Lokomotiven, wo das wirklich so künstlich, klinisch wirkt. Oh, echt geil. Solche Szenen lassen wirklich Eisenbahnerherzen höher schlagen. Gerade wenn so ein Krokodil aus dem Tunnel rausgekrochen kommt. Und ich habe mich auch schon sehr auf diese Strecke hier gefreut, gerade weil es eben auf YouTube und auch auf unserem Kanal hier eigentlich nahezu kaum Videos zu dieser Strecke gibt. Dafür sind wir einfach zu selten in der Schweiz unterwegs. Mondstein. Ja, da möchten wir jetzt nicht hin. Direkt nochmal hupen, bevor es in den Tunnel hineingeht. Der nächste Bahnhof. Immer noch Davos. Hier nochmal fix an den Streckenrand gegangen. Vorne kommen wir auch schon angerollt. Genau, hier wieder ganz klar der Vorteil, wir bekommen die Meldung außerhalb des Führerstands, dass wir eben A zu schnell sind und B eventuell auch ein Signal zu erwarten haben, was niedrigere Geschwindigkeiten ankündigt. Können wir auch direkt mal hier die elektrisch-dynamische Bremse ausprobieren. Ui, da geht es aber wirklich stark in die Knie. Boah, da hat sie echt Power, die Lok. Das sieht man der Lok auch an. Die staucht sich wirklich richtig zusammen, wenn man die E-Bremse benutzt. Was eigentlich auch logisch ist, dadurch, dass wir hier eben zwei Drehgestelle, sag ich jetzt mal, haben, die mehr oder weniger voneinander entkoppelt sind. Und dann geht die Lokomotive natürlich irgendwo, also wird so ein bisschen zusammengepresst. Das hintere Drehgestell, das bremst zwar auch, aber hauptsächlich liegt ja an dem die Last an. Oder die Wagen, die von hinten nachschieben. Kleiner Haltepunkt hier. Genau, Davos Mondstein. Auch wieder ein süßes kleines Häuschen. Die ganzen Bahnübergänge auch an der Strecke. Oh, jetzt geht's in einen wirklich schönen Tunnel hinein. Oh, cool, oder? Davor nochmal die hohen Brückenbögen. Und dann nochmal in einen, naja, sehr ähnlich geschmückten Tunnel. Alles wunderbar verziert. Das ist es so, was ich an dem RHB-Streckennetz liebe. Auch die Liebe zum Detail. Aber wirklich auf allen RHB-Strecken. Egal von welchem Hersteller.
Das hat man wirklich so schön umgesetzt, wie man das auch von der echten Strecke kennt. Zahlreiche Tunnel und Brücken, die hier das Landschaftsbild schmücken. Na, wir müssen wieder ein bisschen bremsen. Ich weiß auch gar nicht, ob die RHB-Lokomotive, also das Krokodil, auch mit dem Vakuumbremssystem bremst. Aber ich dächte, es ist bei allen RHB-Loks ähnlich. Also, was heißt ähnlich gleich? Weil sonst sind, glaube ich, auch die Wagen untereinander nicht kompatibel. Ich dächte, die sind alle mit Vakuumbremse ausgestattet. Also mit der E-Bremse können wir wirklich rapide abbremsen. Das ist aber, denke ich mal, auch am unangenehmsten für die Fahrgäste hinten. Ich glaube, da müsste man noch ein bisschen mit der Feinheit nachkorrigieren. Aber die Schweizer Lokomotive hier ist auf jeden Fall für, ja, wahrscheinlich auch viele Schweizer eine wunderbare Ergänzung zu den RHB-Strecken. Dazu gibt es dann eben auch noch den Pullman-Wagen hinten dran. Ich glaube, der komplette Zug wird eigentlich in dem Addon mitgeliefert. Und es sind auch sämtliche Szenarien für die Heidi-Express-Strecke mit enthalten. So dass man natürlich sofort mit dem Spielen beginnen kann. Oh, geil, Leute. Zieht euch das rein. Ein herrlicher Ausblick. Das Ganze kann, glaube ich, nur noch getoppt werden von einer echten Fahrt auf der Strecke zwischen Davos und Filisur. Na, im Notfall müssen wir zur E-Bremse greifen, wenn wir zu schnell sind. So, hier nochmal einen Blick in den Pullman-Wagen. Uns auch zu dieser schönen Lady hinsetzen und natürlich die Fahrt genießen, den Ausblick sowohl aus dem Fenster als auch hier den im Wagen. Beides lohnt sich. So, dann sind wir auch schon fast da. Wir halten heute in Filisur auf Gleis 3 an. Zugsicherung. Der Knopf leuchtet dann hier unten noch auf. Das habt ihr gerade gesehen. Wenn ihr zügig genug wart mit euren Blicken. Und ja, in 2 Tagen sollte Heiligabend sein. Und speziell an dem Tag gibt es natürlich auch noch ein, na, ich sag mal, kleines Geschenk von mir. Und zwar gibt es wieder eine Sache zu verlosen. Also an Weihnachten unbedingt mal ein paar Minuten hier auf dem Kanal Think New Fly New vorbeischauen. Da wird es ein schönes Video mit einem Intercity geben. Ein 120er kommt drin vor. So viel kann ich schon mal vorab verraten. Und was es zu gewinnen gibt, das werdet ihr natürlich im entsprechenden Video erfahren. Auf jeden Fall kann ich sagen, wurde da sehr, sehr, sehr tief in die Addon-Kiste hineingegriffen. Und ich denke mal, da ist wirklich für viele was Schönes dabei. Sollte das entsprechende Addon beim Gewinner schon vorhanden sein, so werden wir natürlich eine individuelle Lösung finden. Da gibt es wahrscheinlich ein schönes anderes Addon in einem ähnlichen preislichen Bereich. Ui, das ging aber relativ schnell jetzt, ne? Da müssen wir nochmal die E-Bremse mitnehmen. Ja, nochmal quittieren und... Tut mir leid, liebe Fahrgäste, aber was sein muss, das muss sein. Oh, geil.
gerade wieder richtig Lust auf einen Urlaub in der Schweiz. Allgemein, wer den Kanal schon länger verfolgt, der wird ja wissen, dass ich wirklich eine Liebe für Berge empfinde. Bezogen auf den Train Simulator. In echt muss man da immer hochlaufen. Gut, wir halten noch einmal an. Hier in Wiesen. Da stecken wir nochmal das Köpfchen aus dem Führerstandsfenster hinaus. Ist auch schön langsam im Bahnhof. Hier sogar eine tickende Uhr. Sekundenzeiger bewegt sich auch. Und am Bahnsteigsende wird dann wieder, wie gewohnt, angehalten. Alles klar. Türen in Fahrtrichtung rechts öffnen und die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Möchte aber scheinbar heute wirklich gar keiner einsteigen. Naja, unser Sonderzug hat's halt auch nicht so leicht. Da wurden scheinbar nicht alle Karten ausverkauft. Na gut, wenn keiner einsteigen möchte, dann geht's gleich weiter. Türen wieder schließen mit der Taste L. Es klingt so ein bisschen wie beim ICE. Oder? So eine Ähnlichkeit hat es schon. So, Bremse lösen und weiter geht's. Auf Wiedersehen. Ja, alle gucken auf ihre Ärmel, wo eigentlich Uhren dran sein sollten. Aber alle haben sie keine Uhren hier. Oh, was ist denn das jetzt für ein wunderbarer Viadukt? Oh, Leute, krass. Ey, wie schön ist das denn? Das ist ja der Hammer. Wirklich umwerfend. Diese Dimensionen von Brücken, die man hier gebaut hat. Unglaublich. Ich glaube, für den normalen Passagierzugang ist die eigentlich nicht gemacht, oder? Ich denke mal, das ist eher für Bahnpersonal. Ich möchte mich da jetzt aber auch nicht festlegen. Und hinein in den nächsten Tunnel. Ich sehe gerade, wenn wir mit der Lokbremse mitbremsen, dann können wir hier bei der Talfahrt das Ganze eh viel besser konfigurieren. Die Geschwindigkeiten lassen sich so viel besser halten. Wir wollen ja ungefähr mit 50 Kilometern pro Stunde fahren. Die VMAX 55 sollten nicht unbedingt erreicht werden. Wenn wir die Lok bei 50 halten, sind wir wirklich guter Dinge. So, Zugsicherung. Ja, das Schweizer Krokodil würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal in Aktion erleben. Nicht nur das von der RHB, nein, auch gerne das von der Normalspurbahn. Weil das von der Normalspurbahn ist ja wirklich noch größer. Gerade mal so am Gotthard oder so stelle ich mir das richtig schön vor.
Die nächsten Brückenbögen. Ein weiterer Tunnel. Ja, die Pfeife ist übrigens hier oben angebracht. Für all diejenigen, die sie hier vorhin schon gesucht haben. Ähnlich wie bei den meisten Dampflokomotiven. Man muss auch dazu sagen, das RHB-Krokodil sowie die Normalspur-Krokodile sind natürlich nicht die modernsten Lokomotiven. Sie stammen aus einer, naja, man könnte schon sagen, Ära, die mehr oder weniger eigentlich schon vergangen ist. In Museen trifft man die Lokomotiven auf jeden Fall noch an. Aber draußen auf der Strecke wird das dann eher doch die Seltenheit sein. So, der Bahnhof von Philisur ist im Head-Up-Display schon in Sicht. Die Zugsicherung wird auch ein weiteres Mal bestätigt. Ja, die Bremsen müssen heute wieder einiges leisten. Talfahrten sind aber besonders schön. Volle Konzentration wirklich hier gefordert. Ihr habt es ja selbst gesehen, an den ein oder anderen Stellen bin auch ich mit der Lokomotive viel zu schnell geworden. Gerade eben wieder kurz vor der Höchstgeschwindigkeit. Da müssen wir eben noch stärker in die Bremsen gehen. Hier vorne dann direkt wieder das nächste Signal für die Langsamfahrt. Zugsicherung bestätigt. So, hier vorne hätten wir dann die Zugbeleuchtung. Das müsste wahrscheinlich da hinten sein. Gut, als nächstes Halt erwarten. Oh, wir müssen abbremsen. Da müssen wir sogar relativ rapide abbremsen. Nicht, dass uns das Zugsicherungssystem auf der Lokomotive eine Zwangsbremsung reindrückt. Das sollte natürlich vermieden werden. So, hier wieder relativ steile Bahnhofseinfahrt. Hier vorne erfolgt dann eine Streckenanbindung an das weitere Streckennetz. Und dann wären wir auch schon im Bahnhof von Philisur angekommen. Auf der linken Seite nochmal ein kleines Depot mit Drehscheibe und einem Wasserkran. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei allen Zuschauern, die die Reise bis hierher durchgestanden haben. Würde mich sehr über einen Daumen von euch nach oben freuen, sowie einen kleinen Kommentar. Schreibt mir gerne auch, was ihr an Weihnachten machen werdet, ob ihr die Familie besucht oder ob ihr irgendwelche außergewöhnlichen Weihnachtstraditionen habt. Und ansonsten würde ich mich auch so über einen kleinen Kommentar von euch freuen. Sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr dann auch wieder.